Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max und es ist jetzt 24.12., ziemlich genau 16 Uhr. Das heißt, das geht echt ganz hart auf Weihnachten zu. Und ich dachte mir, ich nehme mal spontan ein Video auf zu einem Thema, wo ich schon lange mal drüber reden wollte, aber nie so wirklich den passenden Anlass dazu hatte. Wo ich auch immer denke, ey, so Zeug, ja, ich weiß nicht, ob das Sinnvollste ist, auf meinem YouTube-Channel sowas anzusprechen. Aber ich probiere es einfach mal und zwar... Ich will heute mal über eine Sache reden mit euch, wo ich persönlich jetzt 36 Jahre gebraucht habe, um dahinter zu kommen. Und ich würde sagen, ich bin immer noch nicht komplett dahinter gekommen. Aber manche Sachen dauern einfach ein bisschen. Und ja, das bedeutet auch, viele glauben es mir immer noch nicht, ich bin mittlerweile 36. Das heißt, ich habe mit 26 angefangen, YouTube-Gedöns zu machen. Also ich bin auch schon ein bisschen älter. Aber im Jahr 2020 ist das ja kein Problem. Da kann man auch 36 sein und in Twitch-Emotes reden. Passt, kein Ding. Wo wir eigentlich schon beim Thema sind. Und zwar, worauf will ich raus? Oder was ist das, was ich ansprechen will? Ich glaube, ihr kennt alle so Motivationsvideos auf YouTube. Und ich rede jetzt nicht von, yeah, Alter, komm in die Gruppe, krasses Business, Lifestyle am Strand. Das meine ich nicht. Das meine ich nicht. Aber wobei, ich glaube, der Übergang zwischen solchen Videos ist fließend. Was ich meine, sind halt wie soll ich es meinen? So Phrasendrescher Motivationsvideos, so nach dem Motto, scheiß drauf, was andere über dich denken, lebe deine Träume, geh deinen Weg, lass dir nichts einreden, ja, yeah, du bist der Geilste, solche Motivationsvideos, ja. Und ich glaube, solche Motivationsvideos hat jeder schon mal gesehen und ich glaube auch die meisten, die solche Motivationsvideos mal sich angeguckt haben, vielleicht weil sie selbst gerade nicht sonderlich motiviert sind, die denken sich dann immer so, ist ja schon ein bisschen was dran irgendwo, ja, was die Leute so erzählen. Aber, ja, so wirklich überzeugend ist das Ganze nicht. Und man kann dann gar nicht so genau den Finger drauf legen, warum das nicht so wirklich überzeugend wirkt. Und ich glaube, dass ich zumindest für mich mittlerweile weiß, woran das Ganze liegt. Und ich auch von diesen Motivationsvideos nicht mehr allzu viel halte. Ja, und jetzt will ich mich mal drüber auslassen, warum. Oder was ich denke, was wichtiger ist. Und zwar diese Punkte, die dort angesprochen werden in solchen Videos. Unterm Strich kann man das ja alles so mit zusammenfassen, so nach dem Motto, scheiß drauf, was andere über dich sagen oder sowas. Und ich denke, wenn überhaupt, dann ist das erst der zweite Schritt. Und vor diesem zweiten Schritt muss man den ersten Schritt machen. Und über den will ich mich heute mal ein bisschen auslassen in dem Video. Und ich glaube, wenn man den ersten Schritt gemacht hat, dann braucht man den zweiten Schritt gar nicht mehr. Gut, also, wo fange ich denn jetzt am besten an? Damit das alles funktioniert, gibt es eine ganz entscheidende Sache. Und ich glaube, das ist was viele wissen, aber noch nicht so richtig realisiert haben. Ich habe da auch, wie gesagt, eine ganze Weile für gebraucht. Und zwar, das Wichtigste ist, dass man mit sich selbst irgendwie zufrieden ist. Klingt jetzt super banal, ich weiß, aber dann juckt es auch jemand viel, also dann juckt es euch auch viel automatisch viel weniger, ob euch jemand anderes kacke findet. Das ist natürlich auch genauso wie bei den anderen Videos viel einfacher gesagt als getan. Ja? Also ich habe zum Beispiel absolute Abneigung gegen soziale Events. Also sprich, sei es Weihnachtsfeiern, Team-Events, Hochzeiten, Real-Life-Gedöns, Treffen mit Leuten, ja, also ich hasse so soziale Events und ich weiß auch, dass das nicht ganz normal ist, aber ich habe mir immer eingeredet, man müsste das machen, man müsste da hingehen, so nach dem, was kannst du da nicht machen, kannst du nicht da einfach, wie sieht denn das aus, wenn du da nicht hingehst und sowas in der Richtung. Das heißt, ich war für mich selbst eigentlich, ja, schon irgendwie so, mir war selbst schon klar, dass ich das eigentlich nicht will und ich war damit auch ehrlich gesagt zufrieden. Ich hatte keinerlei, ja, Bestrebungen jetzt irgendwie so aus mir selbst sozusagen, hey, das müsste ich ändern, aber ich habe mich dann dazu gezwungen, weil ich mir gedacht habe, ja, kannst du doch jetzt nicht wegbleiben, ah, da musst du doch jetzt hingehen oder sowas in der Geschichte. Und mittlerweile habe ich halt einfach mal akzeptiert, dass das nun mal so ist, wie ich bin. Und dementsprechend schockt mich das Ganze auch nicht mehr so. Wenn es jetzt irgendwelche Events gibt, worauf ich keinen Bock habe, dann sage ich das den Leuten einfach. Weil ansonsten, wozu hat es geführt? Ich bin zu irgendwelchen Events hingegangen, hatte schlechte Laune
Und das haben natürlich alle auch gemerkt. Ja, ist ja klar, wenn du schon irgendwo hin musst, kotzt schon vorher und dann musst du einen halben Tag da mit den Leuten zusammen irgendwelche komischen Events machen, auf die du noch weniger Bock drauf hast. Klar, das merken die natürlich auch, dass du da keinen Bock drauf hast. Ja, logisch irgendwo, ja. Und mittlerweile sage ich das einfach, sage ich hier, Leute, größere Ansammlung von Leuten, habe ich echt keinen Bock drauf. Und meistens ist es den Leuten schlicht und ergreifend egal. Okay, manchmal gibt es ein bisschen einen blöden Spruch, aber oftmals auch nicht bösartig. Und wenn doch, ja gut, dann hat er wirklich Pech gehabt. Und das juckt mich mittlerweile auch gar nicht mehr. Und das hat, wie gesagt, 36 Jahre gedauert. Es ist mir mittlerweile wirklich vollkommen egal. Ohne dass ich mir permanent irgendwie Motivationssachen einreden müsste. So nach dem Motto: Ah, Max, eigentlich ist es dir doch nicht egal, was die über dich denken. Aber es muss dir egal sein. Es muss dir egal sein. Hör nicht drauf, hör nicht drauf. Ist Schwachsinn. Wenn man mit sich selbst zufrieden ist, mit der ganzen Geschichte, dann juckt es einen automatisch weniger. Wie gesagt, da habe ich 36 Jahre für gebraucht. Und das ist meiner Meinung nach der erste Schritt, dass man mit sich selbst zufrieden ist. Ich weiß, das hört sich jetzt total einfach an. Und wichtig ist nicht, drauf zu scheißen irgendwie, was andere über einen sagen, weil da kann ja durchaus auch mal was Sinnvolles dabei sein. Sondern wichtig ist, dass man es nicht so sehr zu Herzen nimmt. Und man nimmt sich nicht so sehr zu Herzen, weil man eben mit sich selbst so weit, so gut, ganz zufrieden ist. Das heißt nicht, dass man nicht was ändern kann, wenn man will. Ja, also wenn man sagt, man ist jetzt zu dick, will abnehmen, okay, warum nicht? Wenn man das selbst will, in Ordnung. Ist ja sogar gut, ne? Soll ich vielleicht auch mal machen. Wenn man was Neues lernen will, weil man das machen will, auch vollkommen okay. Wichtig ist nur, dass man nicht permanent irgendwie die Bestätigung von seiner Umwelt braucht, dass man denkt, das ist gut, was man macht. Es ist vollkommen ausreichend, wenn man damit selbst zufrieden ist. Das reicht komplett aus. Man braucht nicht permanent die Bestätigung seiner Umwelt. Natürlich fühlt sich das immer gut an. Ja, also sprich, wenn man was Cooles gemacht hat, jemand anderes sieht das und sagt, boah, das hast du aber cool gemacht. Natürlich ist das nice, ja. Aber es ist ja auch wichtig, dass man, wenn man Sachen macht, dass man eben nicht das nur macht, damit die Umwelt einen bestätigt. Ja, also man sucht da immer so danach, so nach dem Motto, ja, ich muss jetzt besonders toll irgendwie nach außen hin was machen, dass alle dann mir gut zureden und sagen, boah, ist das super. Das ist alles es ist natürlich nice und ich lese es auch gerne unter Videos, wenn Leute sagen so nach dem Motto, Max, das war ein richtig gutes Video. Klar, ey, wer hört das nicht gerne? Wer hört das nicht gerne, ja? Aber ganz wichtig ist auch, dass man selbst mit dem zufrieden ist, was man macht. Oder wer man ist, ja? Also sprich, tja, das, was ich sagen will, ist eigentlich, mag sich jetzt echt super, super philosophisch anhören. Man muss sich nicht zwingen, irgendwo dazuzugehören, nur weil man denkt oder glaubt, das müsste so sein, damit das Ganze normal ist. Wenn man nicht permanent Bestätigung braucht, damit man sich irgendwie okay fühlt, oder normal fühlt oder was auch immer, und glaubt mir, die anderen Leute sind ja auch nicht normal, was ist denn schon normal? Dann hat man eine ganze Ecke Probleme weniger. Und kann sich vielleicht auf Sachen konzentrieren und fokussieren, die einem wirklich wichtig sind. Das heißt, wenn man weiß, wer man ist, ich weiß, klingt jetzt super abstrakt, ich kann es auch nicht besser umschreiben, wenn man noch ungefähr weiß, was man kann, oder wenn man Glück hat, auch noch so grob, was man will und was euch oder was einem wichtig ist, dann hat man echt schon mal viel gewonnen. Ja, und dann braucht man diese ganzen Motivationsreden und Ansprachen und sonstige Sachen, braucht man gar nicht mehr, weil man einfach mit sich selbst zufrieden ist, ja. Dann muss man sich auch nicht mehr permanent einreden, man ist der Geilste, sondern es ist okay, ja. Denn so abgedroschen das Ganze klingt, jetzt vielleicht nochmal ein bisschen, um den Bogen zu Weihnachten zu machen, ich weiß, das hat man schon tausendmal gesagt, ja, ihr seid nur einmal jung, ihr lebt nur einmal, bla bla bla, ja, ich weiß, aber da ist schon was dran. Und, achso, ja, ein Nebeneffekt der ganzen Geschichte ist auch, man fällt nicht mehr so leicht auf Scammer rein, die quasi euch ihre Träume oder ihr Businessmodell als, oder sagen wir mal so, ihre Träume einreden wollen, als wären das eure Träume, so nach dem Motto, werde reich, komm in die Gruppe. Ist natürlich auch ein guter Nebeneffekt. Aber ich denke, kaum jemand, mal angenommen, man erfährt jetzt, ey, in 5 Minuten ist der Ofen aus, in 5 Minuten hier, keine Ahnung,
schlägt die Rakete im Haus ein. SpaceX hat sich verflogen oder was auch immer. Ja, ist egal. Also in 5 Minuten ist vorbei. Ja, wahrgenommen, das würdet ihr jetzt erfahren. Oder auch jemand, der ein bisschen älter ist, würde das jetzt erfahren. Kaum jemand sagt dann, oh fuck, Alter, hätte ich mal mein Leben lang mehr gearbeitet, hätte ich mal mehr krasses Business gemacht, hätte ich mal mehr Stonks gemacht, oder sowas in der Richtung, ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Die meisten Leute würden sich denken, ja Mann, scheiße, dass ich nicht mehr Zeit habe, das zu machen, was ich gerne mache, beziehungsweise Zeit mit den Leuten verbracht habe, die mir wichtig sind, oder Zeit verbringen kann mit den Leuten, die mir wichtig sind. Ich habe das eigentlich mein Leben lang viel zu wenig gemacht. Ich glaube, das sind eher so die Gedanken, die den Leuten durch den Kopf gehen, wenn man wüsste, dass man in 5 Minuten den Löffel abgibt, weil einem der Satellit auf den Kopf fällt oder was auch immer, keine Ahnung. Ja, die wenigsten Leute werden sich denken, ja, ich hätte mal unbedingt mehr arbeiten müssen oder sowas in dieser Richtung. So, und ich glaube, es hilft einfach, wenn man ab und zu mal ein bisschen in sich geht und so ein bisschen Bestandsaufnahme macht und einfach sich überlegt, okay, was ist denn eigentlich die Sachen, die mir persönlich wichtig sind? Ja, gibt's irgendwas, was vielleicht, was einem an einem selbst übelst auf den Keks geht? Und da ist es vielleicht gar nicht so schlecht, auch mal ein bisschen drauf zu hören, was andere Leute über einen sagen. Jetzt sind nicht irgendwelche hinterhergelaufenen Random-Deppen, sondern vielleicht Leuten, wo man weiß, okay, es ist ab und zu mal doch schon ganz gescheit, was die erzählen. Deswegen finde ich es an sich auch blödsinnig zu sagen, so nach dem Motto, man soll komplett drauf scheißen, was andere Leute über einen sagen. Denn manchmal kann da durchaus was Sinnvolles dabei sein. Und einfach mal so ein bisschen Bestandsaufnahme zu machen und zu gucken. Das ist was, das hätte ich, glaube ich, schon vor 20 Jahren ab und zu mal machen sollen. Und dann hätte ich viele Dinge nicht gemacht, die ich gemacht habe, und mir um viel weniger Sachen den Kopf zerbrochen, die mir nämlich, ehrlich gesagt, scheißegal sind. Aber man sich trotzdem sinnlos Gedanken drüber gemacht hat. Gut, deswegen habe ich so ein bisschen den Bogen zu Weihnachten wieder gekriegt. Also Leute, macht das, worauf ihr Bock habt, verbringt Zeit mit den Leuten, die euch wichtig sind oder was euch wichtig ist. Und viele Geschenke, good luck, have fun. Wir sehen uns, macht's gut, bis denn. See you.